Moin zusammen. Ja, und mit diesem herrlichen Regenbogen, der da gerade verschwindet, ne? Herzlich willkommen, Meisen, zu meiner nächsten Folge des Staffels der Hunter. Ein Tag auf Waldemar. Was auch wieder mehrere Tage werden. Im Moment versuche ich ja immer noch die Spur von meinem eingeschossenen Steinbock wiederzufinden. Und wenn ich genau nachgeguckt hätte, hätte ich festgestellt, dass er gar nicht so weit geflüchtet ist. Man gut, dass ich wieder zurückgelaufen bin. Da hat den Punkt aufgenommen und da liegt er. Den habe ich nicht gesehen zwischen den Bäumen. Halleluja. Oh, hier voll einen Nacken. Kollektiv Fangschlag mit im Schädel. Ach, war der erste Schuss doch tödlich. 3 Sekunden. Ach Gott, das war auch gut. Ja. Das war der Steinbock nochmal. Wir müssen jetzt da weiter, dass wir hier endlich mal über den Pass hier wegkommen. Aber das sieht ja schön aus. Das sieht ja sehr schön aus. Ich muss mal auf die Uhr gucken, wie spät das ist. Ich muss ja gleich noch auf Schicht. Ich muss noch arbeiten. Aber noch geht's. Es ist auch ja 15.41 Uhr. Es wird gleich Zeit, dass ich hier mein Zelt aufstelle und eine Kaffeepause mache. Meine Steinbockjagd war ja ein voller Erfolg. Also da bin ich ja sehr zufrieden. Bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden, bin ich. Ich sollte Bergführer werden und diese Strecke so eine Wochentour mit Gästen machen. Das wäre ja was. Noch mal gucken, wie weit ich hier komme, wenn ich so weiter laufe. Da bin ich ja gespannt, wo wir da hinkommen. Sicher nicht allzu weit, wa? Ups. Man muss sich mal vorstellen, man ist hier allein unterwegs und verunglückt hier männlich. Aha. Mein Huntermate hat jetzt einen männlichen Steinbock erfasst, aber ich habe auch nicht gesehen, wo und in welche Richtung jetzt. Steht da hinten was? Da oben? Nein. Das hätte ja sein können, ne? Das wäre es ja noch im Gewesen.
Ich muss mich hier so langsam jetzt umgucken. Zu einer Stelle, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Wieder trocken, immer diese kurzen Schauer. Hier könnte man noch schön gucken, ob wir noch was finden oder sehen. Hier ist das nicht herrlich. Da unten kommen wir weg. Seht ihr, da wo der Fluss ist, da haben wir Bären gejagt. Oh, das habe ich jetzt aber gehört. Wenn ich zurück. Aber wo? Ich sehe die Ringe nicht. Ach, da sind. Ja, Steinbock, aber es tut mir leid, du hast Glück. Dahin gehe ich nicht zurück. Weil wir müssen weiter. Wir haben noch so viel zu laufen. Und, so sind wir in 20 Jahren noch unterwegs. Und ich will hier auf dieser Map durch sein, bevor die Alaska-Map rauskommt. Ja, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Pad hier. Das ist der Weg, der da drüber führt. Ob ich hier wohl schon eine Stelle für mein Zelt finde? Die Steinbrücke. Guck mal, der Idiot, der schiebt sein Zelt durch die Brücke. Ich muss da irgendwo. Ein Plätzchen finden, wo ich überwintern kann, ehrlich gesagt, wenn ich die Sitzung unterbreche. Ne, das ist ja alles so hoppelig, das geht nicht. Immer noch da unten, wo ich nicht hin will. Da. So. Mann, ich brauche eine gerade Fläche für mein Zelt. Oh, wo kann ich mein Zelt aufstellen, damit ich gleich Schluss machen kann? Auch nur eine kleine gerade Stelle für ein Zelt. Scheiße.
Hier vielleicht irgendwo. Da sieht es doch gerade aus, oder? Nee. Da unten sieht es auch schön lustig aus. Hier? Nee. Da würde ich auch dauernd aus dem Zelt, aus dem Schlafsack fallen beim Pennen. Halt! Gott sei Dank. So, hier bleibt mein Zelt stehen. Du bist immer noch da unten. Es ist genau 16 Uhr und ich muss arbeiten, Leute. Ich breche jetzt mal ab. Wir hätten jetzt zwar noch ein bisschen ein paar Minuten gehabt. Ich könnte jetzt auch noch hier im so hinsetzen und euch was erzählen, aber dazu fällt mir jetzt wirklich nichts ein hier. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt mal den Hintern abfrieren, bis ihr wieder da seid. Bo, 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 bo. Was für irgendwann diese Tage werde ich dann weiter aufzeichnen. Wir treffen uns wieder um 16 Uhr. Waffen. Habe ich noch nicht viel gewonnen, nicht viel Munition. 10, ich glaube 6 Abschüsse. Ja, das geht. Ja, so. Und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, erstmal. Nee, nicht, wenn ihr euch jetzt wieder fragt. Erstmal Dankeschön überhaupt, dass ihr diese Staffel hier angeguckt habt. Wie gesagt, wir müssen noch ein ganzes Stück, wir müssen noch hier wieder runter. Ich will euch das mal zeigen. Wir gehen jetzt so hier so lang. Und so weiter. Ach, ich muss das Zeichnen wieder absetzen. Aus. So. Und dann geht das hier runter. Und dann kommen wir irgendwann da unten wieder an. Hier schießen wir dann noch kein Nickel. Glaube ich mal. Ja. So, jetzt ist es aber wirklich zu spät. Jetzt brauche ich noch nicht mal eher aufhören. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Staffel. Bis dann. Winke.